Ich spiele die Rolle Werner, ein junger Soldat, der jetzt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs mit seinen Kameraden, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, im Graben liegt und wohl wissend, dass der Krieg verloren ist, versucht er trotzdem irgendwie noch weiter zu kämpfen, weil er auf der einen Seite gezwungen durch die Kameradschaft, auf der anderen Seite vielleicht auch den Glauben oder den Irrglauben an das Vaterland trotzdem zu kämpfen versucht. Das Thema Zweiter Weltkrieg und das Thema Drittes Reich interessieren mich sehr, weil mich die Dramen aus den Erzählungen zu dieser Zeit sehr bewegen. Es ist ein sehr dunkles Kapitel, ja, unserer Gesellschaft, eben nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich einfach weltweit. Der verlustreichste Krieg, den es bis dahin jemals gegeben hat und mit all den schrecklichen Verbrechen. Diese persönlichen Erlebnisse, die kann kein Buch oder keine Dokumentation so wiedergeben. Und das berührt mich einfach. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass man von vornherein sich jetzt auch durch solche Projekte noch mal viel intensiver mit dem Thema beschäftigen kann.